Hallo, Veit Köln, guten Abend zusammen. Huhu. Willkommen zu Couch TV Volume 666. Nee, Quatsch, das ist ja bloß Volume 6. Nein. Das müssen wir extra machen, das ist so breit gefächert. Nee, nee. Ich weiß, Wir deswegen. vergnügen uns mit dem 006, das passt. Auf jeden Fall. Wir haben ein paar neue Infos zu El Paso für euch, aber ich würde jetzt erstmal meinen Bildschirm einblenden. Die musst du aber noch umstellen. Und dann würde ich erstmal mit etwas Lustigem beginnen. Sieht man mich jetzt schon? Ja. Gut. Für die Leute, die nicht glauben, dass es wirklich Veränderungen gibt. Na, ist das der Kopfhörer bei dir, dass man mich im Echo hört? Nee, ich hab's ausgemacht jetzt. Ach so. Für die meisten glauben ja nicht, dass es hier wirklich Veränderungen gibt. Die meisten haben ja mitgekriegt, dass der Italiener aktuell eine sehr strikte Politik gegen Neuankömmlinge fährt. Aber wir haben seit dem 31.07. auch, das ist 2018, warte mal, das kann nicht stimmen, 2018. Gut, okay, die Meldung können wir löschen, wenn das von 2018 ist, dann ist das fake. Gut, okay, da können wir das gleich lassen, fangen wir gleich mit El Paso an. Ja, nee, hätte ich gleich mal aufs Datum, das bloß halt gesehen bei Verbinde die Punkte. Hat er bestimmt irgendwie aufs Datum geguckt. Den Fehler macht man ja manchmal, ist nicht schlimm. Egal, machen wir gleich mit El Paso weiter. Mir hat der Carsten noch ein paar Bilder zugeschickt, die lade ich jetzt mal schnell hoch bei Facebook. Wir können ja erstmal mit dem ersten Schmankerl anfangen. Laut neuesten Meldungen ist derselbe Therapeut bei zwei Shootings aufgetaucht. Also zwei Shootings in der USA und jeweils derselbe Therapeut. Wir hatten zweimal Jugendliche, die auf Medikamente waren. Ich lade da mal die Bilder hoch. Und diese Das war Jugend, einmal El Paso, ne? ne, ich weiß gerade nicht, was das andere war. Da müsste ich bei der Kathleen Turner noch mal reinhauen. Und die hat die genannt. Das wäre die. Wir haben zwei Schützen, die beim selben Therapeuten waren. Und wir haben Meldung darüber, dass drei Vermummte, und die meisten wissen ja, die Antifas laufen gerne mal vermummt rum, in El Paso, Quatsch, dort beim Shooting dabei waren. Man will quasi jetzt eine linke Demo in El Paso am Grenzübergang. Man will Chaos am Grenzübergang generieren. Ich habe das dumme Gefühl, das geht in die Richtung, dass die einen Grenzdurchbruch versuchen zu generieren. Na, dass dann auf mexikanischer Seite dort was reinschwappt und dass auf amerikanischer Seite durch die Antifa. Weil es gibt keine bestätigten Aussagen, dass der Schütze in dem Walmart überhaupt abgedrückt hat. Es soll drei Schützen dort, ich weiß nicht, ob es der Walmart oder der andere war, es soll drei Schützen. Ich glaube, beim Walmart waren es drei Schützen vermummt in Schwarz. Und niemand hat irgendwie gehört, dass die geschossen haben. Die sind einfach bloß reingerannt, haben Panik gemacht. Das ist die, da Ich wissen habe ein dann. Video gesehen, da wurde geschossen. Da wurde geschossen. Gut, na, Da dann hast saß du. jemand im Auto, ja, und hatte das. Ach so, vom Auto Also aus, ja, ne? ne, Schussgeräusche. Na, Geräusch, das ist es halt Das gerade. weiß ich jetzt nicht. Man kann ja die Geräusche auch nachträglich mit einspielen in das Video. Das ist ja, ich habe ja schon so vieles erlebt, Ich was die dort sicher. gemacht haben. Du Dafür. kannst ja das auch in Echtzeit. Also, wir können einfach mal kurz einblenden. Deepfake-Videos. Ihr könnt nichts mehr von dem, was ihr seht, glauben. Das ist der entscheidende Part. Diese Deepfake-Videos, da habe ich ja auch schon mal versucht, bei dem Neuseeland-Attentat zu erklären, ermöglichen Dinge, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine künstliche Intelligenz generiert mittlerweile diese Videos. Ja? Ich habe einfach mal hier ein paar Artikel aufgemacht, wie du alles. Man könnte Frau Merkels Gesicht nehmen. Frau Merkels Gesicht auf einen Porno drauf. Nur ihre Augen, ihre Nase und ihren Mund und ihre Ohren. Der Rest wäre von der anderen Person. Es wäre ein täuschend echter Film. Das ist mittlerweile alles möglich. Deswegen kann ich da bei vielen Dingern, muss ich da immer sagen, okay, stopp, was ist dort wirklich passiert? Kann man den Bildern wirklich so, ja? Bei dem Anschlag in El Paso hatten wir zum Glück Bilder, die sahen aus wie 1996 von der Qualität.
Na, das hat man absichtlich gemacht, damit man weniger erkennt. Laut X22 will man ja die Daten auswerten. In Walmart ist laut X22, du kannst in keinen Walmart gehen, ohne gefilmt zu werden. An jeder Ecke steht, sie werden gefilmt. Alle, die dort reinlaufen, sind an den großen Fernseher. Ihr müsst euch das vorstellen, wie ein Saturnmarkt. Alle, die reinlaufen, werden über die großen Fernseher gefilmt. Jeder kann es sehen. Alle können das sehen. Das finde ich halt bezeichnend. Ne? Und dann müsste es mindestens eine Aufnahme geben. Ja, und ich gehe fest davon aus, weil der Attorney General in Texas ist ein von Trump eingesetzter und Bill Barr hat ihm erlaubt, voll durchzugreifen. Spekulieren wir mal kurz. Was wäre, wenn das eine Antifa-False Flag gewesen wäre? Trump hat erst 3 Tage vorher, auch als Q dann gesagt hat, haltet die Augen offen, hat Trump ja irgendwas gesagt, dass die Antifa Terrororganisation. No, jetzt spielen wir mal kurz hier Texas. Warte mal, ich habe da... Ja, erzähl. Ich habe eine... irgendwer hatte mir was geschickt. Hört ihr mich jetzt eigentlich besser? Ist es besser, ja. Lauter? Ja, ich höre mich besser. Ja, ich bin aber auch sehr müde, nur dafür zu kurze Info, deswegen bin ich wahrscheinlich so leise. Nee, mir hatte jemand was geschickt und zwar war das sogar Tage voraus geplant. Ne? So von der Antifa aus, irgendwas. Ich muss das mal suchen. Das ist es ja gerade. Man kann ja so einen Terroranschlag nicht einfach, genauso wie man in München diese Sicherheitswände am Bahnhof, die warten ja jetzt schon öfter gebaut. Das kannst du nicht einfach von heute auf morgen. Das musst du bestellen, das muss geliefert werden und. Das geht. Ja, dazu könnte ja auch, da gibt es ja noch eine tolle Seite, wie hieß die denn nochmal? Blumen, ich gucke auch, geh kurz weiter. No? Das ist es ja gerade. Und man muss halt, es waren ja insgesamt 3 Shootings jetzt in kurzer Zeit in der USA. Man muss diese 3 Shootings in Kombination mit Facebook-Zensur sehen, weil jetzt kann man sagen, alle 3 haben ein Manifesto geschrieben, alle 3 waren vorher auf diversen Livestreaming-Portalen in Kombination mit dem Neuseeland-Täter, der ja auch live auf Facebook war, was dann erstens wieder Trump, weil es war ein weißer Christ, also er war Republikaner, kurz eine Dreiviertelstunde davor war er noch Demokrat, war kein Christ, war bloß weiß und Demokrat, hat sich dann aber innerhalb von 45 Minuten nach der Tat geändert in Republikaner, Christ, Weiß und Nationalist, Trump-nah. Dann hat er plötzlich bei 8chan ist sein Manifest aufgetaucht, sodass man die Seite 8chan down machen kann und er war auf Livestream-Portalen und er wollte übers Internet berühmt werden, was er im Endeffekt dann Leuten ermöglicht, uns zu zensieren. Das ist dann sofort an alle, das muss man unterbinden. Sowas muss man unterbinden. Und dann haben sie einen Grund, wieder zu zensieren. Und man kann es gegen Trump und seine ganzen Leute blamen und man kann es versuchen, auf Q zu blamen. Aber Trump hat gesagt, die Antifa ist terroristisch. Und hinter der Antifa steht ja Soros. Das muss man immer bedenken. Na? Bist du noch da, Delphi? Ja, ich bin nur alles raus am Suchen. Ach so, gut. Ich noch auf Facebook übertragen, damit ich es zeigen kann. Ich habe ein Handy. Der Daniel schickt mir auch gerade noch was zu. Ja, das ist... Antifa Planning Terror Attack und Sieg... Ja, dann mach du es an. Ne, warte. Ich poste es trotzdem. Er hat es mir gerade erst geschickt. Ich muss es erstmal hochladen. Erstmal speichern, das Bild. Aber danke, Daniel. Das finde ich immer gut am Daniel. Na, also, ja. Der arbeitet so gut mit. Ganz lieben Dank. Ah. Daily Caller. Ich habe schon gefragt, ob er mit rein möchte. Ja, manche sind halt schüchtern. Und das Mikro ist, glaube ich, zu nah an deiner Nase. Er ist zu leise, dann zu laut. So. Nee, das ist, wenn du schniefst. So. Ja, deswegen. Ich hab's gedreht. Ist kein Problem, deswegen machen wir. Wir sind ja hier keine Hardcore-Profis. Ne? Wir haben ja auch niemanden, der uns abtumpft und abschminkt. Mitten aus dem Leben. Gerissen in die politische Welt oder was auch immer. Nee. Es ist eigentlich cool, dass wir uns getroffen haben in der Hinsicht. Ja. Auch die anderen, die hier mit dabei sind, die hätten wir alle nie kennengelernt. Na? Wir hätten den Daniel niemals, ich hätte den Michi nie kennengelernt, ich hätte den Mirko nie kennengelernt, ich hätte hier den Daniel, den Carsten, die Eva, wie sind die alle heißen? Ich kann mir nie alle Namen. Na? Also, das ist ja so cool und die haben sich ja auch untereinander jetzt alle vernetzt. Na? Also,
Wir arbeiten alle an einem großen Ziel. So, ach, den Artikel habt ihr auch. Daniel. Haha. 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 Egal. Na? Die Antifa Sport. Mit der Antifa? No? Nee, blenden wir deinen Bildschirm ein. Nein. Nur ein! Ich mache da weiter mal mein YouTube mit an nebenbei, damit ich sehe, was die Leute schreiben. Ne, leise finde ich sie nie. Also ich höre sie gut. Notfalls müsst ihr euren Subwoofer lauter machen. Na? Wir müssen auch so eine klare und helle Stimme wie die von der Delphi schonen. Ja, ich habe ja eh nicht viel Stimme, von daher. Deswegen sage ich ja. Also, da. Fresh. Das Ding hier, ne? Antifa planning terror attack and siege of El Paso. Hm? Wann war das? 4 Tage zurück. Bekommen habe ich es, glaube ich, gestern. Da haben wir, ganz oben haben wir sogar noch 5 Tage zurück. Also war schon eine Woche vorher geplant, ne? Das ist es ja gerade. Und Nancy Pelosi soll ja im Endeffekt dort mit drinne hängen. Ach, das ist mir neu. Nee, das hat die hier. Wer hat denn das? Ich weiß nicht mal, wer das erzählt hat, glaube ich, war auch die Catherine Turner, hat das gemeint, dass das über Nancy Pelosi das Ganze ablief. Dass es die damit erwischen könnte. Können wir einfach nur abwarten, was in der Hinsicht passiert. Ja. Und dann hatte ich noch was Interessantes. Das Ding hier. Moment. Da hatte ich so ein paar Bilder hochgeladen. Diese Webseite, sei schon, diese Facebook-Seite, Human Domain Solutions. Da steht Rüstungsunternehmen. Sehr spannend, die Seite. Ja, get paid. Ne? Werden sie bezahlt mit 250 Euro to have fun. Ja? Das ist so echt hardcore. Alter. While supporting Missouri National Guard as a casualty role player. Ne? Haben sie nicht Bock? Dann so aus vielleicht. Und ja, und jetzt erinnern wir uns bitte nochmal an Stuttgart zurück. Na, also das ist das, was wir immer meinen. Ihr könnt nie das, was ihr seht, über die Bilder, wenn ihr nie wirklich dort vor Ort wart. Ich bin echt gespannt, ob Ole Damegaard zu dem Thema was macht. Ich google gleich mal, ob Ole Damegaard, weil wir hatten jetzt schon wieder Schuhe da liegen. Wir hatten alle möglichen Dinger, und für die, die das Video nicht kennen, von Ole Damegaard mit den Schuhen, sieht man mich gerade, ne? Nee, warte, möchtest du gesehen werden? Augenblick. Nu. Ja. Mhm. So sieht man mich. Ja. Gut. Na, dass mir das Video hier. Shoes of Death. Das ist elementar wichtig. Zieht euch das rein, wie an jedem Terroranschlag Schuhe auftauchen, wie das alles systematisch. Und wir haben jetzt schon wieder, mir hat heute jemand geschrieben, Uwe Borschel. Vor seiner Badewanne lag auch ein Schuh. Na, und beim Heidermord, hat mir das der Mann noch nie erzählt, beim Heidermord lieber auch ein Schuh dort mit da lag. Dieses Muster mit den Schuhen, das ist schon so ewig alt. Man hat bisher nur noch nie wirklich drauf geachtet. Deswegen guckt euch das Video von Ole Damegaard ein. Ne? Heute hatte ich ein Meme gesehen mit diesem Bild von den Schuhen, ne? Mit diesem Haufen Schuhe von El Paso. Und da schrieben sie nur drüber Hashtag 33. Fand ich auch spannend. Was waren das, 33 Paar Schuhe? Oder 33? Ja, na, zweideutig, ne? Könnte beides sein. Ja, weil ich habe ja von El Paso, habe ich ja in Screenshot von ABC News, wo hier Satan mit drin stand, ne? Was dann über die Fernseh genutzt wurde. Genau, da wo ich ja noch argumentiert habe und gesagt habe, da hätte man wirklich ein anderes Bild nehmen können. Hätte man. Zeit. Und normalerweise ist da ein Informationsmanager, der aufpasst, dass sowas halt nie passiert. Normalerweise. Das kann ein Journalist, außer, auch wenn er wenig Zeit hat. Na nur, weil das Bild geht um die Welt, das darf nie einfach passieren. Deswegen, machen wir Ole Damegaard, New
mal gucken, ob wir hier was Nagelneues von ihm finden, weil die, ich kann ihn euch immer wieder nur empfehlen. Dieser Mann ist absolutes Gold wert. Meiner Meinung nach. Ja, und er hat vor 6 Tagen, nee, da hat er noch nichts Neues gemacht zu den diversen Dingen. Schade, da wird er bestimmt bald was zu den El Paso, dass sich selber das Ganze schon angucken. Kann ich euch immer wieder nur empfehlen, diesen Mann. Ist so schlimm, Leute? Ihr hört mich so leise. Jetzt besser. Ich höre dich keine gut. Keine Ahnung, was ich sonst machen kann. Ja, du bist zu laut, ich bin zu leise. Aber ich lass dich davon nicht stören. Nee. Ich habe heute auch keine Stimme. Und müde bin ich auch. Ich kann aber mein Mikrostück wegstellen. Ich stelle einfach mal mein Mikrostück weg, da kannst du so bleiben. Ja. Und für die, die mir immer noch Instagram-Anfragen schicken, es hat keinen Sinn. Ich bin dort nie und bin kurz davor, es wieder zu deinstallieren. Also Instagram habe ich gar nie gehabt. Never ever. Im Nachhinein bin ich so erschrocken, was da abgegangen ist. Na, ich musste dort nur eine Nachricht schreiben. Ja, eigentlich wollte ich schon längst wieder deinstalliert haben. War noch kein Ages mal drauf seitdem wieder. Ich sehe bloß immer wieder, wie oben irgendwelche Dinger aufblüppen, die mir irgendwelche Anfragen dort schicken. Es lohnt einfach nie. Na? Da haben sich die PDFs wirklich getummelt, bin ich der Meinung. Oh ja. Weil dort jedes Kind Videos macht. Ja, Leute, dann weiß ich nicht. Soll ich brüllen? Hört ihr mich vielleicht so besser? Nee, du musst dich ja leise machen hier. Nee, hast ja schon. Danke. Okay. Okay, dann muss ich lauter reden. Das war halt nur Falco, ist auch okay. Nee, du hast eigentlich dein Mikro viel zu laut, weil ich habe jetzt hier alles schon übelst auf leise gestellt und hörst trotzdem übelst laut. Egal, lass uns von dem nie. Das ist nicht großartig beeinflusst, wir können es jetzt eh nie ändern. Ja, ist ja blöd, wenn sie es nicht hören können. Ja, aber ich hab nichts anders gemacht als sonst, von daher. Außer, ich weiß, dass ich, wie gesagt, deswegen, ein bisschen leiser müde bin. Deswegen sag ich ja, ihr müsstet da mal bei euch lauter machen. Bei uns braucht es bisher immer dieselbe Einstellung und alles immer bestens funktioniert. Und da wir nichts verändert haben, wird es schon nie an uns liegen. Und wenn doch, dann ist es halt dann auch Bearbeitung einfacher. Egal. Was wollen wir zu El Paso machen? Hast du da mal irgendwas? Ich habe jetzt noch diese Human Domain Solutions. Mhm. Und da würde ich dann nochmal ganz kurz so ein bisschen rumscrollen, dass ihr das einfach mal gesehen habt. Ja, das hier ist zum Beispiel vom 29. Juli. Ne, werdet ihr auch bezahlt mit $250 für wo war es? Alabama. Ne? Oh, krass. Ja, zum Beispiel. Wollen wir in Alabama? Ist von Alabama einer dieser Terrorort in der Nähe? Wir können ja mal. Das habe ich, also. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nebenbei mal machen. Ja, die Zeit hatte ich noch nicht, das alles zu prüfen. Außer bei einem habe ich mir das gleich gedacht, bei Louisiana. Da war nämlich letztens auch irgendwas. Was heißt letztens, aber ist noch nicht so lange her. Und da hatten ja auch irgendwas drin stehen. Ich kann mich an Challenge erinnern, wo man dieses wie so Mannequins-Püppis da stehen soll und sich nicht mehr bewegen darf. Gemacht. Das finde ich auch hardcore. Gucken, ich mach das schon mal an. Den Sound werdet ihr wahrscheinlich nicht hören. Nee, mach den Sound mal lieber aus, nicht, dass es da irgendein Strike gibt oder sowas. Hörtest du den Sound? Nee. Hallo? Okay. Jetzt hängt es gerade. Jetzt geht's weiter. Das ist quasi in so einem Raum, wo sie trainieren oder üben oder bemalt werden. Und das war halt diese Challenge, ne? Diese, wo man so stehen bleiben muss. Das war, weiß ich nicht, 2017 die Challenge? Also ja, Flashmob-artig, ne? Ja, die haben einfach... Halt in dieser Facility. Na, der Witz ist doch, ein Toter darfst du nicht bewegen.
wenn du dann 3 Stunden lang tot bist, dann darfst du dich 3 Stunden lang nicht bewegen. Ja, dann könntest du das dann die beste Übung. Ja, das ist die beste Übung dann. Deswegen sage ich ja gerade, das ist eigentlich so freakig. Guck dir das mal an. Du krank. Ich kann da jedem nur empfehlen, ich gehe da mal auf die Homepage von denen. www.crisis-solutions.com. Das leckt hier so übelst, aber gut. Kannst du mal auf meine Seite umschalten? Warte. Ich höre dich nicht mehr. Wenn du was sagst, ich höre. Hört ihr denn? So, nichts mehr. Nee. Irgendwas hast du gemacht? Nee, Delphi hast mich. Okay. Du hast mich offline, du hast mich in Backstage, genau. Genau, aber du musst nebenbei noch meinen Fernseher. Genau, kein Problem. So, ich bin mittlerweile auf dieser crisis-solutions.com. You need a ISIS simulation training. Call a crisis simulation and trainingsprogramm. Training, Booking, alles. Ich habe es ja damals schon mal in eine Map gemacht. Die nannte ich. Terrormanagement. Und die habe ich da einfach reingepackt. Einfach mal versucht aufzuschlüsseln, was die Gegenseite ja bereit ist zu leisten. Na, die Gegenseite mit ihren Playern, Zensur, Facebook, Google, die helfen da alle mit. False Flag sowie Antifa, Black Lives Matters, Arabischer Frühling. Bis hin zu www.crisis-solutions.com oder .de. Warte mal, was passiert, wenn ich .de eingebe? Egal, war bestimmt .com. Ich habe bestimmt bloß verschrieben. Training, Booking, Events, Telefonnummer, Sponsoring. Es ist alles koordiniert. Es ist Terrormanagement. Na? Sie managen das Böse. Ich suche gerade mal nach dem Video, die haben nämlich ein Werbevideo. Let's take a look at how we design a crisis exercise. Wieso hören wir nichts mehr? Das ist auf jeden Fall das falsche Video. Die hatten ein Video drauf, da ging es darum. Our Team, wie man einen Terroranschlag simuliert, welche Finanzoren, welche Finanziers unten dran sind. Ja. Info at Telefonnummer Crisis Solution. Die haben die Webseite ganz umgestellt. Das ist schade. Blogs, Web Interview. Muss mal kurz durchgucken. Crisis Training. Hier wird trainiert für Krisen. Krass, die haben die ganzen krassen Videos runtergenommen. Das also ich habe damals auch ganz viele solche Firmen gesehen. Das ist aber schon zig Jahre. Crisis Cloud. Das mag sogar 2000 die ganze Welt so gewesen sein. Verbreitet, ja. Online Crisis Training. Ja.
create your own crisis exercise. Na, du kannst deine eigene Krise erzeugen und die wird dann durchgespielt. Und hier hätten wir auch wieder die Sponsoren. Die haben das alles bloß auf die Seite verlinkt. Das sind ja ein paar Schlingel. Crisis Cloud, Crisis Cloud Streaming Design Management. Es gab früher ganz viele solcher Firmen Präsenzen. Simulation Training Desires to Team Anywhere in the World. Klicken wir da mal drauf. Hört man mich? Mann, ey. Siehst du das, Delphi? Man hört mich nicht mehr. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Boah, ey. Delphi, bist du noch da? Hört man mich noch? Ton an? Ja, ich bin noch da, aber man hört mich nicht. Delphi, warum höre ich dich jetzt? Ach nee, hier, mein Ton ist aus. Ich bin ja krass. Jetzt, gut. Habt ihr mich gehört, Delphi? Nee, ich wollte. Ja, du nicht. Ja, nur, weil ich hab hier leise gemacht. Nee, Moment. Was ist denn jetzt? Junge, nee, mein Finger war zu dick. Scheiße, wenn man müde ist, das mache ich nicht mehr. Nee, ist ja nicht schlimm. Hat man jetzt irgendwas gehört, was ich gesagt habe? Ja, die haben uns beide gehört, aber wir haben, also du hast mich nicht gehört, so. Egal. Ach so, natürlich. Ach, scheiße. Ganz große Show. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist denn das so ruhig hier vom Sack? Dann habe ich das Handy laut gemacht. Da hat man dich aber gehört auf dem Handy. Das ist das furchtbar. Ja, egal, gibt Schlimmeres. Egal, wir waren hier bei... Ich habe die ganze Zeit erzählen wollen, es gab solche Firmen, ganz viele davon sogar. Ich glaube so 2010, 2009 schon. Und die hatten auf ihren Webseiten Referenzen. Ne? Das ist ja meistens bei Firmen. Warte kurz. Na, ohne so, in diesen Referenzen ratet, was da drin stand. Nicht irgendwelche Firmen oder so, nein. Hier diese ganzen Regierungsinstitutionen, ne? Die standen drin. Das ist es ja. Du musst ja aber sowas... sind natürlich alle gelöscht worden mittlerweile. Na, aber du musst ja sowas wie Berlin oder München oder Frankfurt, das geht ja nicht einfach ohne Mithilfe des Staates. Da muss ja jemand Bescheid wissen. Ja. Und das ist ja das. Ne? Du kannst niemals sowas ohne Leute im Inneren kreieren. Als Gruppe wie jetzt, ne? ISIS. Die ISIS könnte niemals auf deutschem Boden einen Anschlag generieren, außer es wäre gewollt und der Staat lässt es absichtlich zu. Oder, ich gehe fest davon aus, die sind nicht so krass, die wollen ja keine Verbrechen begehen. Es geht ja nur darum, wenn ihr glaubt, es wäre Terror, versklavt ihr euch von allein. Deswegen spielen sie doch ein Schauspiel hier. Ne? Ich bin der Praktikant am Ton. Ich habe das gerade mal eingeblendet, weil ich es gut fand. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Wir haben ja gestern rausgefunden, dass man auch, dass man sich den du musst den Applaus-Button noch machen. Ihr seid Applaus ist darf geklatscht. Ja, den habe ich. Warte, den habe ich. Applaus ist darf geklatscht werden. Oh, das sieht man auch im Bild dazu. Mach das nochmal. Das ist eine Art Werner eingeblendet. Also, wie heißt das dort? Herr Röhrig. War gerade eingeblendet. Echt? Ja, so was Ähnliches, das war gerade eingeblendet. Jetzt nie gerade? Was hast du davor? Warte. OMG? Das ist schon geil. Ach, den hier. Die Apfeltorte. Ach, das war eine Apfeltorte? Ich hab's bloß ganz kurz gesehen. Na, das ist ein User bei uns, der zuhört. Ach so. Also doch Röhrig. Genau, da können wir ruhig mal klatschen. Das hat's verstanden. Ja. Es ist ja geil. Jetzt können wir das einblenden. Ach, cool. Also, seid artig. Und wer gut mitarbeitet, darf mit ins Video. Sonst kommt der Scheinwerfer. Ja, wir haben ja gesagt, Mitarbeiter des Monats und der Anti-Mitarbeiter des Monats. Nee, sowas wird es ja nie geben. Ich mache mir jetzt erstmal eine Kippe an auf deinen Huster. Ja. Oh.
Ihr könnt ja, wenn ihr noch... Was noch so Schönes? No? An Themen. Genau. Ansonsten, ich scroll mal schnell hier bei mir durch, was ich noch... Was eigentlich einiges schon wieder heute passiert. Aber ich, für mich ist es erstmal wichtig, das alles bloß zu dokumentieren, damit dann am Ende... Ach ja, mal dann ein paar Bilder. Sieht man mich gerade? Ach so, hier den Q-Post können wir nochmal zeigen. Q hat ja gesagt, 2018 im Juni schon, Ende Juni, dass wir bei solchen Tätern immer mal auf die Therapeuten achten sollen. Mhm. Und das war ja derselbe Therapeut gewesen bei 2 Shootings. Mhm. Das sind hier die Bilder von gestern nochmal. Was hier die Täter, die ja plötzlich ihren Status von Demokrat zu Republikaner wechselten und alles drum und dran. Ich weiß nicht, was da... Ist das einer von den Tätern? Der hat doch eine kurze Hose, der an. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vor allem, Leute, es ist so viel passiert, ja, ob das jetzt Amerika war oder Deutschland, in der einen Woche ist doch wirklich viel passiert, oder nicht? Ja, ne, es ist der Hammer. Ich das kann ist mal ja wohl, mehr kann man ja gar keinen Q-Proof mehr geben bald, als das, ne? Er hat es ja gesagt, Leute, Achtung, könnte einiges passieren. Ne, ich habe mal jetzt bloß für die... Bumm hatten wir's. Ich habe es jetzt bloß mal hier für die Leute, die das Fußball nahe sind. Es gibt in Dresden gibt es hier so einen Bereich, der heißt K-Block oder hieß früher K-Block. Dort sind von den Ultras über die Hooligans, über die Normalen, alle die halt geile Stimmung. Dort sind immer die riesen Banner, so ein ganzer Block voll, eine riesengroße Fahne, Bengalos, Rauchbomben, das ist immer K-Block. In Chemnitz hat es der Kapitän des Chemnitzer Fußballclubs jetzt mal gewagt, in so eine Art, also in Dresden würde man Karp, ich weiß nicht, wie man es in Chemnitz nennt, zu laufen beim Tor. Der Publikumsliebling in Chemnitz wurde eine Woche vor der Wahl in Sachsen entlassen mit der Begründung, er hätte mit einer Handvoll Nazis in seinem Umfeld Rechtsradikaler, weil er zum Jubeln in die Richtung gerannt ist. Das muss man mal bedenken, ne? Das sind solche Meldungen, die sind vor einer Woche oder einen Monat vor der Wahl in Sachsen, sind das elementar wichtige Meldungen. Für mich jedenfalls, weil das entscheidet auch dort, dass es dort bestens dann vorangeht. Dann war die nächste. Elementar wichtige Meldung, kurz bevor man Neuwahlen macht. Geht immer davon aus, in 2-3 Wochen wird es Neuwahlen geben. Ich gehe immer davon aus, in einem Monat, in anderthalb Monaten, wenn sie Neuwahlen ankündigen. Nach den Wahlen im Osten wird die GroKo wahrscheinlich zusammenbrechen. Davor müssen die ganzen Wahnsinnsmeldungen, man muss immer nur einem grünen Politiker oder irgendeinem anderen irgendwas vor die Nase halten und schon reden sie. Und du musst sie einfach reden lassen. Und das musst du dann bringen. Fleischsteuer für bessere Tierhaltung. Ich meine, wer glaubt denn, dass das Fleisch, das Geld, dass das wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. Eine Fleischsteuer, das Geld geht doch an den Staat. Ich meine, wenn ein Huhn 1 Quadratmeter mehr Platz bekommt, dann heißt das, der Preis steigt um ein Viertel. Dann kann das sich ein Viertel der Deutschen wahrscheinlich nicht mehr leisten. Du darfst Fleisch essen, wenn du es dir leisten kannst. Da du aber so wenig verdienst, bist du doch selber dran schuld. Und da du den Planeten kaputt gemacht hast, bist du sowieso dran schuld. Na? Dass es nur noch am Geburtstag Fleisch gibt. Aber dass man immer mal darauf achtet, diese Schuldkult-Dinger kommen jetzt in letzter Zeit immer öfters. Ich habe auch noch was Verrücktes. Hast du das schon gehört, Delphi? Eine irische Frau? Nein. Hat jetzt den Geist eines Piraten geheiratet. Okay, durch Exorzismus. Sie will die Energy-Vampir. Jack the Ghost Pirate. Okay, oh mein Gott. Echt jetzt? Dass das überhaupt erlaubt ist. Kriegt die jetzt dieselben steuerlichen Vorteile wie eine richtig Verheiratete?
Oder müsst ihr dadurch nie erst... Ich meine, wenn du mit einem... Das ist doch wieder reine Provokation. Das ist doch Bullshit. Ja, aber wenn das rechtlich durchgeht, dann heißt das ja auch, das ist, wäre ein Präzedenzfall. Eine Frau kann einen Geist, da kann die nächste Frau mit einem Baum und die nächste kann mit einem Pferd. Vom die Climber Couch eine Familie gründen. Ja, also das ist ja dieser libertäre Wahnsinn. Hast du das mitgekriegt? Das Google Camp im Mittelmeer, wo sich Prinz Harry, Barack Obama und Leonardo DiCaprio treffen. Auf Sizilien. Na, war das nicht, wo sie hingeflogen sind mit den fast 1 Million Kerosin, was sie ausgeschüttet haben? Nee, das war da irgendwo anders, dachte ich. Oder? Das ist jetzt wieder was anderes. Google Camp. Und wo ist das? In Sizilien? In Sizilien. Mhm. Mit Pizza. Das muss aber dasselbe sein, was ich meine. Die Katy Perry und so, die standen auch drauf. Stimmt, wo die Katy Perry fast ins Wasser geflogen ist, weil sie so dick war? Oh Gott, ist die schwanger oder ist die einfach nur dick? Darf man das überhaupt fragen oder ist das schon Hate? Ist das schon Hate Speak? Zu fragen, ob jemand dick ist oder schwanger? Nur weil es ein Pops. Ich meine, wir haben doch jetzt wenn die Leute sagen, der sieht aber. Ich will bloß gerade darauf hinaus. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo Leute sagen, Kritik an Person A oder B ist gleich Hochverrat und somit bin ich der Staat. Ne? Also so haben ja manche jetzt schon agiert in diversen Fällen. Wenn die Leute sagen, du sieht aber dünn aus, ne? Das darf man sagen, aber der sieht aber dick aus. Ja, kommt doch an, über wen du es sagst. Achso. Das ist es ja gerade. Und das ist ja Hate Speak. Es ist ja auf Deutsch gesagt, egal was du sagst, das ist auf jeden Fall Hate Speak. Die Gesetze sind ja so gemacht, dass es egal, wenn du nur eine einzige Gruppe, und es gibt ja Millionen Gruppen mittlerweile, diskriminierst mit irgendeiner Aussage, also dann sagst du im Endeffekt gar nichts mehr. Frag mal die den Eiffelturm geheiratet hat. Naja, herzlichen Glückwunsch. Das geht gar nicht, der gehört nicht ihr. Wie jetzt innerhalb... Warte mal, das muss ich googeln. Man kann... Oh, da weiß ich doch jetzt schon, wer ich heirate. Das Kind vom Eiffelturm? Gibt es das nicht irgendwo? Also, wenn das Kind dann groß ist, weil es erbt ja dann, weißt du? Eine Menge Stahl vor der Hütte. Genau, Danny, ne? Hier... Frau heiratet, Baum, Flugzeug, ja, Brücke, Berliner Mauer. Das rede. Deswegen mache ich so gerne Fragezeichen hinten ran. Bei Fragen. Also, ne, wenn wir das verbieten, dann braucht kein Kind mehr lernen, oder wie? Du, Delphi, ich habe gerade einfach nur Frau heiratet eingegeben und das, was mir angezeigt wurde, macht mir schon Sorgen. Von Baum, Flugzeug, Frau, Brücke, Berliner Mauer. Bahnhof, Geist, Stein oder Hund. Also, warum die kleinen Dildo heiraten? Der geht wenigstens nie fremd. Und macht keine, na gut, Fleckenfleisch schon, aber der räumt vielleicht, na gut, aufräumt oder auch nie, kann auch nie kochen. Weiß ich es nie. Aber wieso sollte man eine Brücke heiraten? Hat die Brücke gekauft oder einfach was geheiratet? Und was ist, wenn andere auf der Brücke hinten rumlaufen? Ja, ich weiß ja nie. Oder ein Bahnhof, wenn andere einfach in den Bahnhof reingehen. Darf dann dort jeder in diesen Bahnhof rein? Ich wusste nicht mal, dass man die Berliner Mauer... Ich muss gleich mal gucken. Berliner Mauer. Sie nannte sich selbst, die schwedische Modellbauer behauptet, mit der Berliner Mauer verheiratet. Ach, sie behauptet. Quelle Wikipedia. Alles klar. Ach, und die Bildzeitung gebracht. Eine Sache kann nichts besitzen, wir sind eine Sache. Also ich bin der Meinung, wenn man sich sieht, ist man eine Sache, ja. Macht, dann ist das so, aber das heißt noch lange nicht so, dass ich das so sehe. Na guck mal, das war das gerade gesagt mit Besitz. Die wollen ja überall, dass niemand mehr Besitz hat, niemand mehr Eigentum. Deswegen ist doch alles jetzt, deswegen ist doch alles jetzt on demand. Deswegen sind doch alle, man kann doch jetzt ein Auto mieten. Man kann das Motorrad, das Fahrrad mieten. Du brauchst kein eigenes Auto mehr. Das ist doch, man macht doch. Wo es hingeht. Aber und am Ende hast du bloß noch diesen. Man ist zu, ja?
Deswegen sage ich das gerade so. Warum lassen wir das eigentlich alles zu? Wie bescheuert muss man denn sein? Na, weil es der Fernseher einen einredet mit Schuld und Angst. Nee, ich frage mich wirklich seit Jahren, wie bescheuert müssen wir denn noch werden? Was ist denn los, ne? Wir haben da alle selber einen Kopf. Nur weil die da sagen, wir sind eine Sache oder der Hund von mir oder sonst irgendwas. So ein Bullshit. Lass ich überhaupt nicht zu. Das ist ein Tier. Ich bin Mensch. So, können wir weitermachen. Natur. Das ist es ja gerade. Nee, ich kann es verstehen mit diesem Sacheprinzip, weil es auch Schwachsinn ist. Ja, im Endeffekt, wenn 97% der Deutschen nicht daran glauben und das nicht mal wissen, dann ne, die Mehrheit des Deutschen, was umgangssprachlich ist, das ist da entscheidend. Deswegen, das sind Leute, also wenn man versucht, 3% der Leute versuchen, 97% umzustimmen, vom versuchen die 3% Leute nicht, die 97% zu animieren, dass das, was da ist, aktiviert wird. Das Grundgesetz ist doch schon da. Man muss es doch erstmal aktivieren und von beiden Seiten. Ne, dass beide Seiten abstimmen darüber. Das haben selbst die Ägypter nach ihrer Revolution, das ist das Erste, was gemacht wird. Deswegen, wenn man sich selber nur als Sache sieht, ich bin eine Per-Sohn von meinem Vatersohn oder ich bin eine Ma-Sohn, eine Mason, eine Mama-Söhnchen. Du hast die Wahl. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sicht. Ne, das ist ja das Ding. Bloß, wenn man sich selber in der Hinsicht bloß, ne, ich sehe mich weder als Sache noch als Person. Ich bin ein Einzelstück. Wie jeder andere von uns auch ein Einzelstück ist. Ne? Jemand hat sich was dabei gedacht, als er uns erschaffen hat. Mit solchen Fähigkeiten. Jedes Wort, was dir dazu einfällt, macht das Ganze nur minder. Es gibt kein passendes Wort für das, was wir sind. Also die meisten von uns. Es gibt nur viele Verrückte. Ne? Aber die meisten von uns sind zu unglaublichen Dingen in der Lage, wenn sie nur das Selbstvertrauen haben und ein gesundes Ego und wenn sie Möglichkeiten hätten zu freiem Wissen, selbst Erkenntnisse zu erlangen und allem drum und dran. Und dann stellt sich die Frage nicht, ob du Person bist. Dann bist du Mensch, einer von vielen, der sein Gesamt, ne, sein Wissen mit Preis gibt. Für alle. Man kann sich stundenlang über so die Frage Person oder Dings unterhalten. Stundenlang, ja, aber sind wir denn jetzt an dem richtigen Punkt? Lohnt es sich denn jetzt noch vorm Awakening oder wäre es nicht sinnvoller nach dem Awakening, wenn alle wach sind? Ja? Kannst du das mal prüfen? Du bist ja gerade in deinem Bildschirm drin. Was denn? Was denn prüfen? Juristisch gesehen sind wir Biomasse. Naja, Insolvenzmasse, ne? Die DDR wurde ja angekauft. Das war Immobilien und Menschenmasse und Schulden. Es gibt natürlich auch eine Rechnung über die DDR, über den Ankauf. Ne? Aber ich bin mehr als Biomasse. Ich bin... was auch immer. Egal, auf jeden Fall gibt es verrückte Personen auf diesem Planeten. Frau heiratet Eiffelturm. Objektfetischismus. Wie oft muss man im Leben falsch abgebogen sein? Oder wie oft muss man vom Leben enttäuscht worden sein, um dann sowas zu machen? Weil es ist dann nicht mehr normal. Egal. Zurück zu Prinz Harry. Genau, wir sind Humankapital. Sehe ich auch so. So sehen die uns zumindest. Ne? Muss immer an den Film, wie heißt er denn nochmal? Jupiter Ascending denken. Ne? Wie wir abgeerntet werden. Ja, das machen sie doch. Sie tun unsere Leben, ja, genau. Unsere Leistung, unser Blut. Du lässt eine Pflanze blühen, bis sie reif ist, und schneidest du sie unten ab. Dasselbe machen die. Immer dann, dass sie 50 Jahre laufen lassen und dann wird geerntet. Alle Pensionsfonds. Alles, was da ist. Alles. Mittlerweile ja wirklich offensichtlich auch, ne? Ich sag nur Organe und. Na, das ist das Nächste. Sie nehmen ja nicht bloß die Organe. Der neueste Trend ist ja auch, Kinder in staatliche Obhut zu nehmen. Stell dir mal vor, was wäre, wenn es schon 100.000 Kinder in staatlicher Aufsicht gibt? Dann könnten die schon mal 100.000 neue Leute ausbilden mit Medikamenten, umstrukturieren, Experimenten, die dann auf Linie wären für denn ihre neue Welt.
wo dann die Mütter keinen Zugriff mehr auf die Kinder haben, sondern nur noch der Staat. Ja? Das muss alles aufhören. Das darf so nicht sein. Deswegen ist es nicht, dass man den Eltern halt immer mehr die Rechte nimmt. Immer noch. Und vor allen Dingen anderen Minderheiten Rechte dafür gibt. Das ist ja wie hier in Leipzig mit dem Kindergarten. Wegen zwei Kindern sollten alle Kinder in allen Altersklassen auf Fleisch und auf Gummibärchen verzichten. Wegen zweien. Die machen das immer so. Die zwingen Minderheiten, oder eine Minderheit zwingt der Mehrheit mit dem Antidiskriminierungsschild. Ne? Und das ist ja das Schlimme daran. Deswegen war diese Gender-Geschichte genauso ein Blödsinn, ne? Na, wie viele von solchen Leuten gibt es denn? Ich weiß, dass sie natürlich immer mehr schaffen wollen, ja, das sage ich ganz bewusst so. Aber wie viele sind es denn im Vergleich zum gemeinen Volk, ne? Richtig, erstens das und zweitens, wie kann sich innerhalb von 100 Jahren so viel Genders entwickeln, während die Millionen, also die Natur hat Millionen Jahre gebraucht, um zwei Geschlechter. Ne? Ich habe immer das dumme Gefühl, es gibt 72 Genders. Wenn es 72 Genders gibt, dann ist es vollkommen okay, wenn der 14-jährige Junge seinen 50-jährigen Lover mit zum Abschlussball bringt. Darauf läuft es doch hinaus. Wie war das mit Moral und Werte und so, ne? Alles weg, alles verfallen. Das war hier diese Selbsterziehung der Kinder. Anti-autoritär. Man hat die Familien kaputt gemacht und gleichzeitig hat dafür gesorgt, dass Mädchen ohne Vater aufwachsen, die dann Papa-Komplex haben und das zu Älteren hingezogen fühlen. Na, man hat es doch mit Absicht gemacht. Das hat sich Pedos ausgedacht. Oder glaubt ihr, dass das normal ist? Als hätten die das nicht erforscht und absichtlich überall gemacht. Die ganzen Runaways. So viele Kinder, die weggerannt sind von zu Hause. Was glaubt ihr, wo die hingerannt sind? Die sind alle am Arsch. Das hätte alles nicht sein müssen. Ja? Man hätte das alles vorher lösen können. Aber weder CDU, noch SPD, noch die Linke, noch die Grüne, noch die FDP war jemals zu breit. Wird mir der AfD nicht täglich Druck machen, wäre die auch nicht dazu bereit, unbedingt zu 100%. Ja? Es zeigt sich gerade, wer für dieses Land ist und wer dagegen. Deswegen finde ich es auch gerade lustig, immer wieder RTL-Nachrichten zu gucken. Ich habe jetzt hier gemerkt, wie ich online streamen gucken kann. Ich finde es lustig, die Nachrichten anzugucken, was mittlerweile von Meldungen kommen im Mainstream-Nachrichten. Das hat sich vieles geändert seit letztem Oktober, wo ich meinen Fernseher abgeschafft habe. Echt? Ich habe nicht mehr geguckt. Erzähl. Na, ich habe jetzt hier so eine Seite, die heißt mein Gott, runterkauen, weil gerade Pizza im Mund. tv.de. Ne? Da gucke ich halt einfach immer Nachrichten. Und ich bin überrascht, wie die plötzlich über Themenbereiche sprechen. Ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen. Aber wie die schon mittlerweile offen. Ich gucke immer gerne 18 Uhr pro 7 Nachrichten, 19 Uhr ZDF, 18:45 RTL, dann 20 bis 20:15 ARD, dann nochmal 22 Uhr oder 21:50 Uhr kommt der ZDF nochmal. Du siehst sonst normalerweise immer denselben Shit. Ja, deswegen habe ich das eine Zeit lang gemacht, einfach nur um zu gucken, ob sie wirklich alle, ja, die erzählen alle denselben Shit. Meistens auch dieselbe Mats, die überall eingespielt wird. Ja. Das nennt man dann gleichgeschaltet, wenn auf allen Sendern überall dasselbe Shit kommt. Jetzt war ich aber deswegen überrascht, dass ich jetzt mal kurz reingeguckt habe. Die reden mittlerweile ganz anders in diversen Themen. Und das, nachdem die Abu-Chakas hier weg sind, aber auch in der USA, nachdem jetzt hier, ne, man muss ja bedenken, 1 Million Dokumente nur wegen Epstein. Nur wegen Epstein liegen 1 Million Dokumente vor, die ausgewertet werden. Epstein hat alle Log-Dateien, alle Flight-Logs, alle Videocam-Dateien, alles. Es sind 1 Million Seiten. Nur für Epstein. Wenn der das gemacht hat, noch was er da angeblich machen wollte, ne? Sich mischen mit seiner Rasse, mit seiner DNA oder was. Ne? Im Endeffekt hätte der Leute erpressen können,
quer durch den ganzen Staat. Jetzt ist diese Daten aber der Hand der Patrioten. Jetzt braucht niemand mehr Angst haben, dass diverse Dinge rausgehen, wenn du eh mal nur mit einer Nutte irgendwas hattest oder du hast Koks auf der Brust in der Nutte oder was weiß ich. Wenn du ein Mormone bist, dann bist du am Arsch. Wenn du ein streng gläubiger Mensch bist und die alle glauben, dann stell dich immer einfach vor, der Weißbier Hartmann, wie heißt der hier, aus Bayern oder hier irgendein anderer aus dem Ur-Bayern würde sich mit einer Nutte fotografieren lassen. Der wäre sofort im Arsch. Da reicht sowas beim Blackmail zu. Es muss ja nicht jeder mal auf die Insel gehen. Die haben ja auch Apartments gehabt. Es gibt ja 50 Plätze, so wie die Insel, angeblich in Amerika. Ich muss dich nur einmal, da gibt es Hotels, da ist jedes Zimmer mit Kameras ausgestattet. Diese No-Name-Hotels. Das kannst du mit Frauen, mit Nutten, mit Kerlen, mit Jungs, mit Menschen, scheinbar alles, was du. Na? Viele haben vielleicht einfach bloß mit einer Nutte. Aber wenn sowas rauskommt, ist ihre Karriere im Arsch. Die können jetzt eher die Seiten wechseln, nachdem sie wissen, na, deswegen guckt ja Trump, welche Leute das öfters machen und wer nur einmal einen Fehler gemacht hat. Wer nur immer wegen einem Blackmail zu irgendwas gezwungen wurde, gegen seinen eigenen Willen zu machen und wer das dauerhaft macht, ohne gezwungen zu werden. Weil er musste differenzieren. Na? Leute machen manchmal Entscheidungen, obwohl sie das nie wollen. Und manche machen es, weil sie es absichtlich wollen. Na? Also heute hat erst Trump, das muss heute gewesen sein, erst noch gesagt, dass er unbedingt die Todesstrafe haben möchte, und zwar nicht irgendwie erst in ein paar Jahren, sondern ziemlich zügig abgeht, dass man das dann einführt für Schwerkriminelle. Mhm. Das ist es ja gerade, speziell für Leute, die schwerste Taten mit Kindern gemacht haben. Aber ich glaube kaum, dass irgendeiner von den MS-13-Leuten nach Guantanamo kommt. Glaube ich nie. Die werden alle die Todesstrafe kriegen. Alle Mitglieder dieser Gruppe MS-13. Ich gehe fest davon aus, was die mit Kindern gemacht haben. Menschenhandel, Waffenhandel, Kinderhandel. Die ziehen Menschen bei lebendig die Haut ab. Und nur solche Dinger. Die haben unglaubliche Angst in diverse. Da wird Trump einfach die Todesstrafe und fertig. Ne? Also da gehe ich fest davon aus. Ich habe den Manu eben gesehen, oder irgendwie, ne? Bist du mit rein? Das schickst du einfach, ich hab's schon hier. Ich rede lasziv. Nee. Ja, nicht, dass hier jemand noch einen Harten kriegt. Wir können auch mit quietschender Stimme machen. Nee, ist ja auch glaube ich, uncool. Also ich habe eigentlich nichts mehr. Nee, ich hätte auch nicht mehr wirklich allzu viel. Außer der Manu kommt jetzt mal rein und will noch irgendwas erzählen. Aber es gab wieder ein paar Verurteilungen in Bezug auf. Oder? PDFs. Ja? Es gab jetzt in Frankfurt, 7. März 2019, 4 Kinderschänder in Frankfurt verurteilt. Und jetzt haben wir hier den nächsten in Köln. Das sind nur die Low-Levels, die mittlerweile schon verurteilt werden. Die Low-Levels verraten die High-Levels. Und die High-Levels verraten die VIPs. Dass der jetzt verurteilt wurde, heißt, bei ihm ist der Prozess und alles schon abgeschlossen. Aber er hat garantiert schon vor 2-3 Monaten gesungen. Garantiert. Da wird man sich schon längst um die High-Levels und die VIPs kümmern. Die VIPs haben dann Unfall. No? Oder versterben spontan. Oh mein Gott. Was denn? Ja, das hast einen Falschen geschickt. Hier, unser Live. Wem hast du es geschickt? Kenn ich gar nicht. Kenn ich überhaupt nicht. Das wäre was geworden. Ja, mal gucken, ob er reinkommt. Ja, kenne ich nicht. Nein, jetzt müssen wir warten, ob er reinkommt. Ich hab's wieder gelöscht. Und geht das bei Messenger? Ja. Echt? Ich dachte, es geht bloß bei WhatsApp.
Geht eigentlich in der Regel bei allen. Ich soll ja lauter reden. Ich habe heute nichts zu sagen, Leute. Nicht so richtig. Ich habe bloß ein paar gute Meldungen über PDFs, die verhaftet werden und verurteilt. Na, und El Paso hat mir auch noch was. Ich will immer die ganze Seite kaufen. Na? Für mich wichtig wäre erstmal zu merken, für die, die erst später eingeschaltet haben, es geht in Richtung Antifa. Trump hat die Antifa zur Terrorgruppe schon vorher. Q hat angekündigt, dass irgendwas passiert, dann passiert was. Und die Antifa will daraufhin sofort Richtung Texas. Und es wirkt so wie eine gesamte Antifa-Operation. Plus, dass derjenige, der hier die Täter hatten, alle in Psychologen. Das war dasselbe. Bei 2 verschiedenen Terroranschlägen war dasselbe Psychologe. Das riecht so nach MK-Ultra. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir müssen ja heute nicht allzu lange machen. Um 10 ist eine gute Zeit. Ich muss auch noch ein bisschen Schlaf nachholen. Von daher. Die Videos, die Hillary Clinton Snuff-Videos, Veröffentlichung, weiß ich nie, ob die real sind. Kann ich. Es ist ausgeschwärzt, es könnte sein, aber es ist halt zu ungenau, finde ich. Ah, das ist der Manu, schau. Grüß Gott, meine Lieben. Hallo? Hallo. Moin, moin. Grüß euch. Das ist der erste im Slaut. Ja, heute. Ich mach mal meinen Subwoofer leiser, oder? Erzähl einfach los. Hallo? Ja, ich bin da. Ja, erzähl los. Erzähl los, was soll ich erzählen? Weiß ich nicht, dachte. Nein, es ist sehr lustig. Ich habe natürlich heute, als wir gestern diese Sendung hatten über diese Texas, Walmart und Dayton, Ohio Geschichte. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Jungs in Dayton und in Texas, die schauen sich ja wirklich ähnlich. Die sind beide so Brillenträger, schauen aus wie so E-Sports-Nerds. Also komplett irre, die könnten wirklich Brüder sein. Und dann kam ja raus, dass der Mann in Dayton, oder Mann, dieser junge Mann in Dayton, ja eigentlich ein Linker ist, ein Leftist. Da gibt es Postings, wo er meint, er will alle Faschisten töten und so. Also das widerspricht ja auch genau dem Narrativ, das die Medien im Gesamtkontext ja verbreiten wollten, weil sie ja so dahingehend darstellen wollten, ja, schaut her, das sind so typische Trump-Wähler, so weiße Rassisten, ja, Right-Wings so quasi, und das zerbricht ja schon jetzt alleine bei dem Dayton, Ohio Attentäter, wenn die offizielle Geschichte stimmt, der soll ja auch seine Schwester erschossen haben. Das ist für mich alles sehr dubios nach wie vor. Es sind jetzt doch auch Fotos aufgetaucht, wo man Blut und Leichen, also verdeckte Leichen sieht, aber auch alles sehr aus einer gewissen Distanz und verdeckt halt, da kann alles Mögliche unter der Decke liegen. Und das Blut, das ist zu weit weg, also die Fotos, die ich jetzt gesehen habe, um wirklich zu analysieren oder zu sagen zu können, dass das richtige Blut von Menschen ist. Ja, das ist es ja gerade. Zu verschleiert. No, und wir hatten auch diesmal wieder das, dasjenige, der. Die hatten zweimal, also 2 verschiedene Attentäter hatten denselben Psychologen gehabt. Das ist ja das eine gewesen. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, was die ganze Zeit die Leute meinten mit Delphi ist so leise. Jetzt fürchte ich einen Manu im Vergleich. Delphi, hast du deinen am Laptop irgendwie? Ich hab nichts gemacht. Ich bin heute echt nur müde. Das mag vielleicht wirklich daran liegen. Wer weiß. Egal. Dayton, Ohio ist auf jeden Fall. Es riecht nach einer Antifa False Flag. Ja. Antifa, ja, genau. Weil im Nachhinein, die Antifa will jetzt sofort Borde Demo machen. Die wollen auch in El Paso Demo machen. Mhm. Und ich muss noch dazu sagen, der Täter war erst nur ein Weißer und Demokrat. 45 Minuten nach der Tat hat sich das geändert in Republikaner. Christ und Trump-Anhänger. Sein Manifest ist absichtlich auf 8chan veröffentlicht worden.
und alles drum und dran. Er hatte über ein Live-Format, über Live Now, oder wie das heißt, hat er gestreamt, hat gesagt, er will übers Internet berühmt werden mit dieser Tat. Mhm. Und alles, das riecht doch nach einer gezielten Operation. Alle drei in so kurzer Zeit. Das ist, als hätte die Gegenseite panische Angst vor dem, was als nächstes kommt, und wollten unbedingt alles zensieren, unbedingt den Blick auf was anderes richten. Aber dass das, wir müssen wirklich bedenken, wenn das Antifa-Members gewesen sind, Trump hat angekündigt, nicht nur die Todesstrafe hat er ja eingeführt, sondern hat auch gesagt, Antifa-Terrorismus im Auge. Und kurz darauf passiert irgendwas, was nach Antifa riecht. Wir wissen, also ich weiß zum Beispiel, dass Antifa in der USA über Sodosh. Ja, ja, klar. Ich meine, der ist mit seiner Open Society natürlich fett an Bord, was da auch Antifa angeht. Das ist bekannt. Na, deswegen ja. Man könnte klar danken, es wäre eine Operation von Soros gewesen, hier irgendwas zu generieren über seine Antifa. Und jeder, der jetzt, wenn die Antifa zur Terrororganisation, dann gehen solche Leute ins Gefängnis lebenslang oder nach Guantanamo. Solche Antifa-Leute. Ne? Und dann ist es ja auch dann global, wenn Trump die Antifa in Amerika zur Terrororganisation macht, dann heißt das auch global, die müssen alle mitziehen. Das ist genauso wie wenn Trump die Hezbollah oder die Al-Qaida oder wem auch immer, wenn die USA jemanden zur Terrororganisation erklären, dann müssen alle anderen Staaten das auch machen. Und das schwappt dann auch auf deutschen Boden, auf französischen, auf englischen, auf österreichischen. Und plötzlich sind dann alle, die wie bei der Antifa heute noch sind, plötzlich morgen, keine Angst, die unteren Members, die nur Läufer sind, ne? Die wird man nicht zerraten, sondern die oberen, die Rädelsführer, ne? Die das alles organisieren. Weil es gibt da Telefonkonferenzen, es gibt Geldüberweisungen, es gibt Treffen, es gibt Kamerabilder, es gibt alles wahrscheinlich auf Video. Ne? Die haben sich ja ziemlich sicher gefühlt bei dem Ganzen, was sie getrieben haben. Naja, sie fühlen sich immer sicher bei dem, was sie tun. Und das Problem, das wir halt nach wie vor erleben, wir Aufgewachterin, wir erkennen die Muster, weil wir uns jetzt schon jahrelang damit beschäftigen, aber bei der breiten Masse, in Europa zumindest, in den Staaten sind sie ja auch kritischerweise noch mehr Alternative, die alternative Bewegung noch größer ist. Und Leute wie ein Alex Jones, obwohl ich von dem jetzt auch nicht mehr so viel halte, aber der erreicht ja mittlerweile Millionen Publikum und auch Breitbart und diese Plattformen. Während das halt bei uns noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist, zwar schon fortgeschritten, aber es dauert noch. Und sie können ja so plump agieren und das machen sie ja auch. Es ist ja so lieblos teilweise und so schlecht, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, dass das den normalen Menschen noch nicht auffällt. Ich finde das so perfide, weißt du, dann gibt es eben diese Leute, oder du hast, beziehungsweise fangen wir so an, du hast den Spagat dann eben mit Leuten im Internet dich auseinanderzusetzen, die eben wahrhaftig trauern. Wenn ich aber weiß, das sind vielleicht alles nur gestellte Leute, ne? Ist das immer so ein, ja, es ist wie so ein Spagat. Also schwierig manchmal. Aber klar, wir können es nur näher bringen mit Argumenten und dann soll jeder selber wirklich mal den Kopf aufmachen. Ja. Vor allem beginnen im familiären Umfeld. Also ich habe meine Mama, die an sich, wie soll ich sagen, ja, so eine Altlinke ist, und die, dass die Welt schlecht ist und dass der ganze Kapitalismus in der Form, dieser Finanzfaschismus scheißt, das weiß sie auch, aber um so verdeckten Terrorismus 9-11, das habe ich ja alles so näher gebracht. Nur, was ich halt auch merke, sie nimmt das zwar wahr und sie ist da auch meiner Meinung und so wird es bei euch wahrscheinlich im Umfeld auch diese Erfahrungen gegeben haben, nur es tut den Leuten zu sehr weh, weil es sie aus der Bahn wirft und da machen die dann nach einiger Zeit zu, ja, sie wissen, dass die Dinge nicht stimmen oder spüren es auch, aber sich zu sehr damit beschäftigen, das wollen sie dann gar nicht, weil sie sich eher ohnmächtig fühlen bei dem Ganzen. Ja, das habe ich persönlich bei ganz vielen älteren Menschen erlebt. Also ich sag mal so zwei, drei Generationen älter. Ja. Die wollen das nicht mehr. Ne? Die sagen sich wirklich, die haben eigentlich schon kapituliert, wenn du es so willst. Die haben eigentlich so dieses, was soll ich denn noch machen? Ne? Also es ist doch jetzt eh rum. Ne? Ja, aber die kriegst du ja alle wieder.
aber in gewissen Schwapppunkt kriegst du die alle mit auf die Straße. Wenn dieser Point of No Return, ne, also über den sind wir ja schon lange drüber, die wissen bloß noch nie direkt, wo sie auf die Straße gehen und warum und wieso, aber die sind ja alle bereit, die denken bloß alle, die stehen mit ihrer Meinung alleine da. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dann pluppt das da drüben auf im Westen. Im Osten sind ja schon fast alle auf der Straße. Das wird nicht mehr lange dauern, dann ist das den Wessis egal, was dort jemand sagt. Wenn es jetzt noch diese Fleischsteuer gibt und dann das und das und das und das und das, dann wird auch der Westdeutsche, ich meine, wenn sie dann noch mehr Benzin drauf und das noch drauf und das noch drauf und das noch drauf und das noch drauf. Viele oben in Hamburg können jetzt schon mit dem, was da ist, nicht wirklich leben. Nur noch die in Stuttgart, also in Baden-Württemberg und in München, so die Gegend, Bayern, denen geht es ja noch relativ gut. Ja? Ich glaube, jetzt dürftet ihr mich etwas besser hören. Ja. Ne? Ja. Was hast du verändert? Ein bisschen lauter. Was hast du verändert? Das Mikrofon auf 100% gestellt. Ich weiß nicht, warum es unten war. Okay, gut. Ich habe nichts verändert. Mein Gott, ey, never change a running system. Ich habe es nicht verändert. Das war bestimmt die Katze, die Kleine. Ja. Es ist immer derjenige, der gerade nicht da ist. Sehr schön. Machen wir weiter. Gut. Ich habe jetzt Meldung gehört heute noch, dass die Ersten, die in Afrika zurückgegangen sind oder nach Syrien zurückgegangen sind, angefangen haben, den Leuten dort einzureden, geht nicht nach Europa. Die haben euch belogen. Mit allem, was ihr über Europa gehört habt, die haben euch belogen. Ich weiß nicht mehr, wo das war, habe ich heute gelesen. In Afrika gibt es ja schon in den ersten Ländern die ersten zurück, also Leute, die zurück sind, die den Leuten dort erklären, dass die Illusion, die man ihnen von Europa versprochen hat, dass das so nicht da ist. Ja? Mhm. Es ist doch auch, ich finde es total unnatürlich, schon sein Land zu verlassen, seine Heimat. Egal, wie es da ist erstmal, weißt du? Das ist erstmal deine Heimat. Und normalerweise packt man ja nicht. Normalerweise packt man ja an, um dort aufzuräumen. Aber wenn dann solche Guerilla-Gruppen, Al-Qaida, Militär-Juntas und notfalls Wetterwaffen, das kann man den Menschen nicht vorwerfen, solange die westliche Welt in Afrika Wahnsinn treibt. Und die haben ja wirklich Afrika die letzten 40, 50 Jahre richtig bluten lassen. Ja, und dann erzählen uns aber, sie helfen ganz viel, ne? Und wir wollen ganz viel in jenes Land. Ja, doch, Bestechungsgeld. Ja, warum hilft man den Leuten dort, dass sie dort würdevoll leben können? Was ist denn das, dass man immer ständig alles herholt und sagt, hier ist alles toll? Und dann geht alles im Bach runter. Das ist doch schon von der Logik her, verstehe ich es nicht. Dass die Leute es nicht verstehen, im Prinzip. Ne? Das ist dasselbe Prinzip, wenn man einen Wasserrohrbruch hat in einem Zimmer, als würde man den Wasserrohrbruch auf alle Zimmer verteilen und dann erst runter in den Keller gehen und abstellen. Das macht der Kenner. Na, du hast, wenn du ein Auto, Motor nicht angeht, dann ziehst du das Auto doch nie bis zur Werkstatt, du lässt die Werkstatt zu dir kommen. Ne, also das ist doch bescheuert, dass man die Leute von Afrika hierher holt und versucht dann mit den Leuten, die man hierher holt, Afrikas Problem. Nee, du kannst Afrikas Probleme nur vor Ort lösen. Wir müssen Deutsche dorthin schicken, Ingenieure. Ganz genau. Und ihre Leute, die Ahnung, also nie Militär, sondern Ingenieure, die dort aufbauen. Den Leuten wieder eine Option geben, damit es wieder lebenswert wird. Was macht das? Der Chinese will da massenhaft Geld. Der will da ganz Nordafrika zum Blühen bringt, der Chinese. Im Endeffekt das ganze Mittelmeer. Der muss ja irgendwo seine Dollars loswerden. Tja, bedeutet ja, ne, das Eingeblendete, es ist gewollt. Hm. Ich komme immer wieder zurück, ne? Es ist einfach mal gewollt und das müsst ihr euch endlich bewusst machen, alle da draußen. Ich glaube, dann würde das alles noch viel schneller. Manu, wie hast du in Österreich so den Überblick? Ist das mit dem Abschieben dort? Naja, in Österreich haben wir jetzt gegenwärtig die Situation, dass wir aufgrund dieser Kurzzeitregierung, die wir hatten, ja, diese Strache FPÖ, Sebastian Kurz, Türkis, neue ÖVP-Regierung, weit weniger Asylanträge und Asylwerber haben. Es sind natürlich auch einige abgeschoben worden. Also man hat ja da und Kurz führt ja eigentlich jetzt im Vergleich zu den anderen konservativen Parteien in Europa einen sehr rechten Kurs, so wie Orban eigentlich, ja, vergleichsweise. Nicht ganz so extrem wie Orban, aber
Er arbeitet ja schon wieder mit der Populismuskeule. Es verdichtet sich jetzt auch, weil wir haben ja bald Neuwahlen, dass genau dieses Thema Migration, illegale Migration wieder eines der Hauptthemen werden könnte. Und das wird sehr spannend. Und das, was ich ja in meiner Aufarbeitung von dieser ganzen Ibiza-Falle entschlüsselt, da habe ich ja mehrere Videos gemacht und es bestätigt sich immer mehr das, was ich da als These rausgeklopft habe, dass wir eben schwarz, grün, pink, also das sind die Neos, das ist so eine Art FDP, kann man sagen, dass wir diese Koalition ab Herbst haben werden, weil die Sozialdemokraten total farblos sind mit ihrer Rendi-Wagen in Österreich. Es ist wie in Deutschland, also das geht unter. Die Grünen werden wahrscheinlich wieder schaffen. Also wir werden schwarz-grün-pink haben und das ist dann natürlich eine total pro-europäische, EU-Bürokraten, neoliberale Regierung. Naja, da würde ich erstmal abwarten. Wann ist bei euch die Wahl? September. Das ist auch nicht mehr lange. Das ist ja genauso wie bei uns die Wahlen. Wir haben auch im September Wahlen in Sachsen. Ja, wird das gleich zusammen abgeräumt. Also ist es laut Umfrage so, dass das rauskommt? Weil ich glaube den Umfragen aktuell nicht mehr. Es gab Umfragen, die haben gesagt, Clinton gewinnt auf jeden Fall. Und Merkel ist die beliebteste. Die würden am Ende des Kapitalismus alles erzählen, nur damit es weitergeht. Aber ich habe das dumme Gefühl, die Österreicher sind schlauer. Naja. Also, glaubst du wirklich, dass das österreichische Volk so wahnsinnig ist und sowas wählen würde? Ja, leider doch, weil diese ganzen, wäre ein Problem, das wird in Deutschland ähnlich sein, dass ja gerade diese jungen Akademiker, die so nachkommen, also die vermeintlich besser gebildeten, alle leider sehr links verstrahlt sind. Ja? Die lesen dann halt einen Standard oder eine Presse, also sogenannte Qualitätszeitungen, wo derselbe Müll, dieselbe Agenda ist wie überall und glauben, sie sind jetzt furchtbar gebildet und haben den Dreh heraus, sind da eben auch auf Grete-Kurs, sie finden das alle toll. Die FPÖ, da wird man schauen, da gibt es jetzt Bestrebungen innerhalb vom harten FPÖ-Lager, dass man Strache wieder zurückhaben will als Parteivorsitzenden. Das wäre allerdings dann auf Bundesebene schwierig zu verkaufen, weil halt die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher das jetzt nicht begrüßen würde, aber eben die Kernwählerschaft der Freiheitlichen schon, wird man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber dass es eine Fortsetzung von Schwarz-Blau geben könnte, ist nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings zieht sich das ja auch alles um die Personalie Kickl. Kickl ist der Mastermind, der Intellektuelle, der sämtliche Wahlkämpfe, Wahlslogans, Kampagnen seit jeher bei der FPÖ durchdenkt und organisiert. Und der war ja jetzt Innenminister. Und da gab es ja einen massiven Kampf um dieses Innenressort. Das ist ja mit ein Grund, warum man Strache diese Ibiza-Falle gestellt hat. Ja, das war eigentlich der Hauptgrund, mit einer der Hauptgründe, weil es da einen massiven Kampf gegen Kickl und das Innenressort gab. Das weiß ich auch. Vor allen Dingen, weil der Kittel war ja auch konsequent für Abschiebung und war innenpolitisch, war der aber auch sehr aktiv. Also hier, war der nicht Innenminister? Ja. Ja, der war Innenminister, genau. Ja, deswegen ja. Und also Innenminister ist ja auch im Endeffekt für innere Sicherheit zuständig. Der wird wahrscheinlich viel zu vielen Leuten auf die Füße getreten sein. Ansonsten würden sie so einen Menschen nie mit solchen Mitteln fertig machen. Aber ich gehe davon, ich gehe davon aus, das österreichische Volk hat noch nicht vergessen Operation hier Reiswolf von Kurz und die Strache-Dings. Wenn man nur nach den Medien geht, dann könnte man davon ausgehen, die Österreicher sind des Wahnsinns verfallen. Aber ich glaube es nie. Ich glaube, mehr Österreicher sind wach. Ja, die Österreicher sind an sich ein bisschen wacher als
geworden jetzt. Aber ich fürchte, dadurch dieses ganze Ibiza-Schauspiel, das hat man ja, also es gibt eine Webseite, die heißt schwarzgrünpink.at, die wurde schon 2017 gegründet. Also von der Basis von Sebastian Kurz, Volkspartei, war schon seit jeher die bevorzugte Koalitionspräferenz mit den Grünen und den Neos. Das ging sich allerdings 2017 im November nach den Nationalratswahlen rechnerisch nicht aus, weil ja die Grünen damals aus dem Parlament geflogen sind, die Neos nicht genug Stimmen hatten und mit der SPÖ da hing ja der Haussegen und hängt bis heute schief. Also blieb eigentlich nur diese Koalitionsvariante mit der FPÖ. Das hat Kurz sehr gut und clever gemacht. Und Gratulation an sein Team, er hat da die FPÖ rechts überholt, er hat ihnen auch die Themen abgefischt, eben diese illegale Migration und Asyl und Balkanroute und all das, da hat er die FPÖ phasenweise rechts überholt und ihnen das Parteiprogramm ein paar Punkte abgepinselt, aber die Basis der Volkspartei wollte schon immer eigentlich mit den Grünen eher und mit den Neos jetzt, weil es halt eher pro EU, pro Vereinigte Staaten von Europa und so. Und es gibt sehr mächtige Stimmen wie den Franz Fischler. Franz Fischler war in den 90er Jahren EU-Landwirtschaftskommissar. Der war damit für einen der größten Budgettöpfe innerhalb der EU zuständig, nämlich Landwirtschaft. Und der, einer der Köpfe, einer der Masterminds hinter Schwarz-Grün, Pink, wo es seit 2017 diese Webseite gibt, könnt ihr euch auch anschauen, die ist heute noch online und immer mehr Leute aus der ÖVP sagen auch heute, dass sie das als liebste Koalitionsvariante hätten mit den Grünen und mit den Neos. Ja, vor allen Dingen, wenn du das mal auf der Zunge gehen lässt, Kurz mit Soros in Kombination mit den Öko-Faschisten von den Grünen, in Kombination mit den Neo-Hardcore-Liberalisten von den Neos. Das ist doch meine, also ich kann jedem Österreicher nur empfehlen, wenn ihr wirklich wollt, dass euer Staat in 4 Jahren noch Österreich heißt, dann entscheidet bei der nächsten Wahl weise. Nennt euch ein Beispiel an den Sachsen. Ja? Ja, das Problem ist, was es halt schon gibt bei der FPÖ, und das ist auch ein Problem, was ich mit der FPÖ habe, es gibt halt leider vereinzelt schon, gerade so auf regionaler Ebene, so Ewiggestrige, die wirklich antisemitische Postings, also da wird auch viel Fake News betrieben, Dinge, die nicht stimmen, aber leider gibt es halt doch vereinzelt so Ewiggestrige innerhalb der FPÖ. Und da tut sich der Bundesparteivorstand seit jeher schwer, als wenn das bezahlte Trolle wären, die ja mit Absicht genau solche Nummern schieben, so kommt, das wirkt das auf mich schon manchmal, ja, dass diese vermeintlich rechtsradikalen oder ja rechts, extrem rechts verpeilten da irgendwelche bezahlten Idioten sind, die das bewusst machen, um der Partei zu schaden. Ja, ist ja auch nicht auszuschließen. Gehen wir davon aus, dass in Österreich die V-Leute wahrscheinlich genauso rechts wie auf deutschem Boden sind. Das haben wir doch in Dresden gemerkt. Pegida macht eine Demo und die NPD, also der Verfassungsschutz, schickt die NPD und die Antifa vor Ort, damit sich beide Seiten klöppen und 40.000 Dresdner sind dann schuld, weil zugereiste Nazis und zugereiste Antifas nach Dresden kommen. Über den Verfassungsschutz. Die brauchen nur ein Bild von irgendeinem Nazi mit einer NPD-Fahne und schon sind 40.000 Leute diskreditiert. Das haben wir in Dresden erlebt, diese Dinger. Ja. Also gehe ich ja fest davon aus, die machen das auch online, dass der Verfassungsschutz, ne, es gibt ja auch in Österreich Verfassungsschutz, ganz auch 10-10-80, ne, 10% gute, 10% schlechte und 80% Apparatschicks in einem schlechten System, also gute Leute in einem schlechten System, aber diese 80%, das ist ja die Zielgruppe von uns. Die 10% Patrioten brauchen wir nie. Und die 10% Gangster brauchen wir auch nie, weil die wollen sich nie umstellen lassen. Unsere Aufgabe muss immer sein, die 80% Apparatschicks, die guten Leute in einem schlechten System animieren. Na? Nur wenn ihr gemeinsam und die Wähler auch endlich verstehen. Und ich glaube, in Österreich, wenn die Presse mittlerweile auch so krass ist, mit Sparmaßnahmen, mit Flug, mit dem ganzen Kretetrip, mit allem drum dran, das hat der Österreicher nicht vergessen. Und wenn die Wahlen zum ersten Mal legal, ordentlich ablaufen, weil bei der Europawahl wurde ja meiner Meinung nach geguckt, wie haben sie manipuliert, nur um dann sicherzustellen, dass es dann
Leute Verhaftung gab und, oder Druck gegen Leute, damit es jetzt bei der entscheidenden Wahl nie passiert. Weil du musst erst mal rausfinden, wie die Gegenseite das, ne, wie die illegal benutzt werden, damit die Grünen überhaupt ihre Stimmen kriegen. Auf deutschem Boden bin ich mir fast sicher, dass überall dort, wo Wahlzettel fehlten, was ja eigentlich nicht geht, dort, wo die Illegalen viele waren, dort, wo die Antifa und dort, wo die Grünen hohe Gewinne hatten, das ist eine Kombination. Das wird in Österreich nie anders sein. Dort waren ganz auch Busse mit Flüchtlingen hin und her fahren am Wahltag. Weil wenn du 17 Namen hast, gehst du auch 17 Mal wählen. Ja, klar. Und da können wir jetzt schon mal gucken. In den Städten in Hamburg, in Österreich, wo viele Illegale sind, dort wird es extrem hohe Gewinne für die Grünen geben. Unter Gangster-Voraussetzungen. Da kann ich mit euch wetten. Das war auf deutschen Boden genauso, das war in Amerika genauso, das machen die immer so. Illegale. Ja. Ne? Man darf ja eins nicht vergessen, man muss ja dieses Ibiza-Ereignis aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Man hat ja da, wie also oft, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat einerseits eben diesen Kampf um dieses Innenministerium gewonnen, man hat den Strache quasi abgesägt und man hat sich der ungeliebten Braut kurz vor den EU-Wahlen entledigt, wo ja kurz innerhalb der Europäischen Volkspartei seit jeher irgendwie mit Misstrauen begegnet wurde, weil er eben mit den Freiheitlichen, diesen ungeliebten Rechtspopulisten eine Koalition einging. Aber es gab diesmal ja keine Sanktionen aus dem Ausland, wie wir es bei Schwarz-Blau 1 unter Jörg Haider und Wolfgang Schüssel hatten. Das heißt, es ging auch darum, die Grünen, die aus dem Parlament flogen 2017, wenn jetzt diese Regierung gehalten hätte, diese schwarz-blaue, eine ganze Legislaturperiode, dann hätte, wären die Grünen, erstens mal hätten mal finanziell Probleme gehabt und sie wären aus dem Gedächtnis der Bevölkerung verschwunden quasi. Ja, und das hat man jetzt auch wieder geschafft, die Grünen zu pushen, sie zurückzuholen, also die erleben einen Boost, die sind mit neben Sebastian Kurz eigentlich der Hauptprofiteur von dieser ganzen Ibiza-Causa und da, ja, da hat man halt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich gehe davon aus, es ist ja noch ein Monat bis zur Wahl, dass da in Österreich noch ein bisschen was passieren wird und dann noch ein paar Infos kurz vor der Wahl rauskommen, exakt zu diesem Thema. Weil ich lasse den Gegner in dem Glauben, dass alles cool ist. Das habe ich bei Q gelernt. Und nachdem Trump gesagt hat, kannst du dich noch erinnern, vor einer Woche ungefähr, hatte ich ja mit dir eine Sendung, wo ich noch gesagt habe, Germany next. Mhm. Was denn jetzt in der Woche passiert ist, ist doch kein Zufall mehr. Ich glaube schon 2 Wochen her, Manu, wo wir die Sendung gemacht haben. 2 Wochen, ja. 2 Wochen. Ne? Was in den letzten 2 Wochen alleine auf deutschem Boden passiert ist, vom Aufstand der Generäle, über den Schützengraben, den sie jetzt ums Bundestag, Quatsch, den Burggraben, die Schützengraben, den sie ums Weiße, Quatsch, hier im Bundestag machen wollen. Über die Fleischmaßnahmen, über Flugzeuge, über also alles, was jetzt passiert ist, plus nochmal als eine Woche lang, wo jeden Tag eine brachiale Tat, heute hat man einen 14-jährigen Intensivtäter. Wie kann man mit 14 Intensivtäter sein? Ich verstehe es nie. Mhm. Na, und das hat man in München, dann hat man Düsseldorf, die ganzen Gebiete, wo die Leute falsch gewählt hatten, dort waren jetzt so krasse Dinger. Mhm. Ich gehe fest davon aus, die werden bei der nächsten Wahl ganz anders wählen. Und ich glaube auch in Österreich wird vieles, die Österreicher lesen, was in Deutschland passiert, die werden, also ich hoffe mal, dass die Österreicher so schlau sind. Ja, ich fürchte halt, also je nach Meinungsforschungsinstitut schaut es jetzt aktuell halt so aus, dass der Kurz da weit vorne so zwischen 33 und bis zu 37% gerade hat. Dann folgt die SPÖ mit dieser farblosen Renny Wagner, also knapp zwischen 20 und 24, je nach Institut. Dann die FPÖ auf Platz 3 abgerutscht, je nach Institut zwischen 18 und auch 24%. Und die Grünen auch zwischen 8 und 12% und die Neos auch so zwischen 8 und 10%. Das heißt, für Schwarz, Grün, Pink wäre alles angerichtet und die SPÖ hätte ja wieder mal nur, und da gibt es jetzt auch wieder die Stimmen, dass die SPÖ-Basis
will jetzt eigentlich wieder eine Fortsetzung der Großen Koalition anstreben, um halt da nicht ganz in der Versenkung zu verschwinden. Meines Erachtens würden sie dann nur zerrieben werden von der ÖVP. Aber wir werden sehen, ob das die FPÖ wieder auf 2 landet. Ja, das halte ich Stand heute eher für ausgeschlossen. Ja, ich sehe das halt ein bisschen strategisch. Ich weiß nicht, Delphi, sieht man gerade die Karte hier? Ich gehe mal davon aus. Wenn wir uns überlegen, dass in der Ukraine gerade der Präsident agiert. Ne? Ja, warte, ich muss das Bild runterladen, sonst kann ich es nie. Ich habe schon versucht, das größer zu machen mit Scrollen, das hat nie geklappt. Ich mache es mal so. Man darf eigentlich vergessen, dass der Kurz ja auch in diesem European Council on Foreign Relations drinnen sitzt. Er ist ja auch ein... werden Verbindungen zu Soros nachgesagt. Er ist halt ein Globalist, der eben das sehr clever gemacht hat, indem er da die Rechtspopulistenkeule geschwungen hat, weil er die Stimmung in Österreich wahrgenommen hat. Diese Ängste und Verunsicherung, was jetzt Sicherheit angeht, dieses Sicherheitsgefühl aufgrund dieser ganzen Migrationsströme und illegalen Asylanten, die wir da haben und der Kriminalität, die gestiegen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das halt nur eine Populismusaktion, aber tief im Herzen ist er halt doch ein Globalist. Ja, ja, wobei ich beim Kurz, vielleicht ist er ja auch ein Grey Hat. Man hat was gegen ihn in der Hand, vielleicht haben beide Seiten was gegen der Hand und er versucht einfach seinen eigenen Arsch zu retten. Die Option müssen wir auch mit einbelegen. Aber ich gehe halt immer strategisch vor. Na, wir haben jetzt in Vereinigten Königreich haben wir mit Boris Johnson einen Wechsel. Wir haben in Frankreich Marine Le Pen kurz vor der Eroberung. In Spanien ist es so eine Mischung aus Salvini und aus Boris Johnson an die Macht gekommen. Glaube, wenn ich das richtig oder kurz davor an die Macht zu kommen. Italien ist bestens gerüstet. Kroatien ist aktuell safe. Slowenien, Österreich, Ungarn, Slowakei. Die haben ja alle dieses Habsburger Ding gegründet. Montenegro, Bosnien und Serbien und der Kosovo werden zu einem Staat, meines Wissens nach. Mazedonien ist in Nordmazedonien genannt worden, Bulgarien ist safe, Rumänien ist safe, Ukraine ist safe. Polen wird gerade geklärt, Litauen, Letten, Estland, habe ich noch keine Bestätigung. Aber selbst in Schweden und Norwegen gab es schon die ersten Verhaftungen und die ersten Aufräumarbeiten. Wenn man sich die Karte von Europa anguckt und überlegt, dass die Grenzöffnung war am 4.9.2015. Das ist in einem Monat vor einem Jahr gewesen, vor 4 Jahren. Was in diesen 4 Jahren aufgebaut wurde, ne, innerhalb von Europa, eine Gegenrevolution gegen diesen Wahnsinn, weil anders kann man das nicht nennen, es ist eine Gegenrevolution. Die Grenzöffnung war vor 4 Jahren und hätten sich die Leute, die jetzt überall an die Macht kommen, hätten die sich nicht positioniert, hätte die Gegenseite weitergemacht. Wir hätten mehr Flüchtlinge, mehr Europa und. Alles, was jetzt passiert, die Leute, die jetzt überall die Macht, das ist die Gegenrevolution, die aber das Volk will. Und das Volk will dieses Europa nicht. Das Volk will die Einwanderung nicht. Und ich stehe fest davon aus, wenn in Ostdeutschland und in Österreich bei der nächsten Wahl das passende Ergebnis rauskommt, dann haben wir Italien safe, Frankreich safe, Ukraine safe, Balkan safe, Spanien, England. Ich weiß nicht, wie es hier oben aussieht, aber es ist ein Europa, in dem ich dann schon wesentlich gerne, also mehr gerne leben würde als vorher. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Dass wir halt wissen, dass es erstmal in eine Richtung geht, die besser wird. Dass überall in Europa, es hat keinen Sinn, wenn nur in Österreich eine Veränderung stattfindet. Es hat keinen Sinn, wenn nur in Deutschland eine Veränderung. Es muss in allen Staaten in Europa. Und dass diese Bulgarin jetzt IWF Boardmember oder was, die Weltbank, ich weiß gar nicht, wo die Bulgarin, die jetzt die Lagarde ersetzt, die ist da garantiert auch Gangster. Gehe ich fest davon aus. Lass die Gangster erstmal Gangster sein, um zu sehen, wie die Gangster in die Gangsterpositionen bringen und dann holt er sie alle wieder raus. Egal. Hast du noch was? Irgendwas? Ich habe nichts. Ich bin eigentlich auch relativ fertig. Ich hatte ja heute meinen großen Krankenhaustag und der war... Ich hab schon am Anfang gesagt, dass du dich heute wie getasert fühltest. Ja, genau. Und ich würde mich jetzt dann auch... Besser oder schlechter? Entschuldigung? Besser oder schlechter? Wie geht's dir?
gleich beschissen. Es ist unbefriedigend. Ich wurde heute mit 60 Milliampere Stromschlägen bombardiert. Das war wie, wenn man mit einem Taser oder Elektroschocker angegriffen wird. Auf beiden Seiten jeweils an 4 Nervenpunkten. Und das wird halt per Computer jetzt ausgewertet. Und im schlimmsten Fall kann das sein, dass es überhaupt bleibend ist. Es kann auch bis zu 6 Monaten dauern, bis sich das wieder regeneriert. Also es war jetzt sehr ernüchternd heute. Ja. Aber jetzt will ich da nicht über meine gesundheitlichen Dinge. Ja. Ich habe das heute eh schon in einem kurzen, in einer Videobotschaft der Community mitgeteilt. Und ich finde auch die Anteilnahme total lieb und toll. Und es haben sich auch wieder sehr viele Leute mit Inputs Recherchen und allen möglichen Dingen gemeldet. Ich wiederhole es jetzt an dieser Stelle auch. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich da nicht jeden sofort antworte. Ich lese das alles und ich finde das super, dass wir da so interaktiv wachsen und eine tolle Community werden, die immer größer wird und diese Zusammenarbeit ja auch fruchtet mit der Community im Chat. Das finde ich ganz toll. Aber ich komme halt nicht dazu, alles zu beantworten. Aber vielen Dank für die vielen Nachrichten und Infos. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Leute verstehen, dass wenn du gerade bloß eine Hand hast, dass du dann auch, ich würde da, wenn ich krank bin ich krank, würde ich gar nicht erst zurückschreiben. Hier, wo du bloß reden musst mit dem Mund und so, das ist wieder was anderes. Aber das, die Leute werden es verstehen. Und ich nur, wir hoffen, dass du bald wieder 100% fit bist. Ja. Ja. Das, aber es geht weiter. Und ich finde auch das Habitat, was wir hier geschaffen haben, wo die Leute ordentlich miteinander kommunizieren können. Auch im Chat untereinander können sich die Leute kennenlernen. Mhm. Richtig. Das ist es ja. Ich habe das ganze System ja so aufgebaut, dass es mich irgendwann nicht mehr braucht, dass ich irgendwann Feierabend habe und damit. Ne, ich einfach mal dann, wenn das Thema erledigt ist, damit es das nicht mehr braucht, was wir hier machen. Ne? Mhm. Und darum geht es ja, dass sich die Leute selber bewusst werden, wie sie es machen. Wir zeigen nur, wie wir es machen. Mhm. Und zeigen anderen, dass sie das dann auch können, damit wir irgendwann alle Feierabend haben. Ne? Ja. Ja. Deswegen ja. Cool. Ja, deswegen war mir das so wichtig, ne? Dass wir wirklich interaktiv agieren können und das Publikum ist wichtiger, als ihr denkt. Jetzt tun wir mal bitte Applaus einblenden. Weil Manu, wir haben rausgefunden bei diesem StreamYard, du kannst dort übelst geiles Zeug einblenden. Na, ob nur Applaus, es darf geklatscht werden oder teilen, bis hin zu Stopp, es wird nicht gelacht und oder Kommentare von irgendwelchen Usern. Also die bei YouTube zugucken, kann alles eingeblendet werden. Das ist echt cool. Ja. Und da können wir auch bei Fragen aus der Community einblenden, dann bei diversen Sendungen und die dann laut vorlesen und dann alle darauf antworten. Also dann nochmal danke für die Info, wo auch immer du hast ja gesagt, irgendeiner hat dir den Tipp gegeben. Richtig, es hat mir auch jemand aus der Community das Programm nahegebracht und das ist toll, also ich finde das die beste Alternative. Es ist fast sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Ja, ich finde es auch besser als Hangout, richtig. Facebook gehen. Richtig, habe ich auch gelesen. Genau. Man kann es auch mit Facebook connecten. Dann ja, wollen wir da morgen mal probieren. Testen. Ob wir auf Facebook so einen Vierer-Chat hinkriegen oder Dreier-Chat? Ja, kann man gerne machen. Ja. Ne, weil das sind ja auch nochmal massenhaft Leute. Da kann man sich auch kleiner in mehrere Gruppen reinteilen. Cool. Ja. Es darf applaudiert werden, es klatschen sein, das ist gut. Ja, ich sehe schon. Wunderbar. Das ist geil. Ja, hier da können wir dann auch notfalls von Manu die Seite einblenden, meine Seite, Delphis Seite einblenden. Na, dass die Leute dann auch wissen, wer wir sind und wie wir herkommen. Oder wenn wir mal irgendwelche Gäste haben, wie letztens ein Michi oder so. Mhm. Deswegen, cool. Ich freue mich. Chat war auch wieder sehr anständig. Ja. Na? Danke für die Einladung. Und dann würde ich sagen, probieren wir es morgen mal auf Facebook aus. Mit cool, ja. Dann wird morgen Facebook gerockt. Jawohl. Ich muss jetzt mit meinen Kojoten raus und dann langsam ins Bett. Ich bin ja doch schon wieder lange auf. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, auch an die Community, alles Liebe, vielen Dank für alles und bis morgen. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.